Drei. Chinesen. Mit. Einer. Geige. Sprachen. Zu. Sich. Oh. Du. Moin und herzlich willkommen zu unserem tollen Mega Fick Podcast. Ich wollte auf Fick dich in der Nordsee raus. Ja, unser Podcast heißt Man ficke sich in der Nordsee. Nee, Fick-Podcast. Fick-Podcast. Kann man auch machen. Ficky verkauft sich besser, wahrscheinlich. Ich bin Luke. Ich bin Mariam. Herzlich willkommen, haben wir schon gesagt. Genau, aber wir, standardmäßig, wie das jetzt immer bei unseren Folgen ist, unseren zahlreichen Folgen, machen wir am Anfang eine kleine Black Story. Ja, Achtung, fertig, los. Die Überschrift heißt Frische Luft und die kleine Geschichte heißt, zwei Männer starben, weil sie ein wenig frische Luft schnappen wollten. Und jetzt lesen wir nicht, was die richtige Geschichte ist, sondern wir überlegen uns jetzt selber, wie es dazu kam, dass zwei Männer starben, weil sie ein wenig frische Luft schnappen wollten. Ein wenig frische Luft. Die Frage ist natürlich, wo waren sie vorher? Ich habe schon eine Lösung im Kopf. Okay. Ich glaube nämlich, das Wo ist ein Flugzeug. Okay. Obwohl und das Flugzeug ist unter Wasser. Ja, weil wenn man im Flugzeug normalerweise die Tür öffnet, stirbt man halt nicht, sondern nur, wenn das Flugzeug unter Wasser ist. Ja, so wie hieß der Captain, der da in New York die Ahab. Landung? Ach, der von Hank gespielt wird, von Tom Hank. Hanks. Hanks. Tom Hanks. Tom Hank? Tom Hanks. Tom und Jerry. Hank. Hanks. Das ist einfach Hank. Hanky Panky. Honk. Tom Honk. Thomas Honkenberg. In der Rolle seines John Lebens. Snow. Hieß der nicht irgendwas mit Schnee oder so? Du meinst Edward Snowden. Ja. Der hat symbolisch auch ein meinst Flugzeug. Meinst du der das Flugzeug in Hudson gelandet hat? Ja, den Film habe ich gesehen. Der war sehr unspektakulär. Ich habe den nicht gesehen. Lohnt sich auch nicht. Okay. Also ist halt irgendwie... Spielt das wirklich Tim Honk? Ja, Tim Honk. Timmy Honkenberg spielt das. Okay. Er spielt den Typen. Und, andere Filmfrage, Flight, auch ein Flugzeugfilm? Den habe ich nicht gesehen. Der soll super sein, ich habe ihn immer noch nicht gesehen. Was ist mit dem, wo die Frau Jodie Foster ihr Kind verliert oder so? Snakes on a Plane. Ja, also ich glaube, das ist das. Die sind in einem Schlangenflugzeug und die wollen... Über Wasser oder unter Wasser? Oder auf dem Wasser? Im All. Im All, die im sind Wasser? In einem Raumschiff. Ja, im Wasser, im All. Das fände ich so mega... Im Wasser, im All verhält sich so cool. Das ist ja so cool. Da ist so eine riesen Wasserblase im All und die dringen da ein mit ihrem... wie ein Spermium in die Eizelle. Wasser im All finde ich mega faszinierend. Ich finde das so cool. Ja, ich beobachte immer. Hast du den Film Passenger gesehen mit Jennifer Lawrence? Nein. Da passiert das. Da sind sie in so einem riesigen Raumschiff und dann fällt die künstliche Schwerkraft aus. Und dann, sie ist gerade im Schwimmbad und schwimmt und dann wird sie in so einer Blase gefangen. Oh, das ist gruselig. Da kann sie nicht mehr atmen. Und wenn sie frische Luft schnappen will? Muss sie das Fenster öffnen. In jeder Blase ist immer ein Fenster drin. Also die zwei Männer sind... Wieso hat sie nicht einfach das Fenster geöffnet? Die zwei Männer sind im Flugzeug, im All, im Wasser. Genau. Und dann haben sie gedacht, weißt du was, hier drin ist es so muffig. Hier sind so viele Schlangen, ich kriege keine Luft mehr. Genau, dann haben sie das Fenster geöffnet und dann ist das Wasser reingekommen. Und dann das war aber nicht so viel Wasser, das lag dann nur auf dem Boden und dann war aber halt All und da ist kein Sauerstoff, also sind sie dann daran gestorben. Finde ich eigentlich nicht logisch, so schlecht. Ne? Würde, wenn du, vorausgesetzt du bist in einem Flugzeug, im All, in der Wasserblase und du machst die Tür auf vom Flugzeug, passiert doch gar nichts. Das Wasser kommt ja nicht rein. Du hast ja drin, ist ja Luft. Das muss mega cool sein. Du hast so eine Wasserwand vor dir und du kannst so in so eine Wasserwand reinfassen. Also wenn du wirklich in einer Wasserblase und da drin ist ein Flugzeug und dann würdest du im Flugzeug die Tür aufmachen, behaupte ich, würde das Wasser nicht reinkommen. Es doch, ist ja bestimmt kein... in so einzelnen Tropfen, oder? So wie so eine Lavalampe. Ja, so stelle ich mir das vor. Ja, vielleicht. Also ja. Es dauert vielleicht einfach ein bisschen länger, bis das Wasser drin ist.
Also eigentlich schützt das Wasser sie dann davor, dass das All ihnen ja, den genau, Sauerstoff total, erhält. Absolut. Wobei ich auch nicht weiß, ich weiß ja nur, wie sich Wasser in der Raumstation verhält. Da sind es halt so Blasen. Ich weiß aber nicht, wie sich Wasser, wenn es eben alles, würde ein Eisblock sein. Es würde überhaupt kein Wasser sein. Es würde wahrscheinlich gar nicht da sein. Das ist völliger Bullshit. Es würde einfach verdampfen, oder? Das war der Knackpunkt, an dem unsere grandiose Story nicht mehr funktioniert. Okay, ich lese einfach nicht den ersten vorher. Satz und wir gucken mal, okay? Im dichten Nebel hatten die zwei Autofahrer die gleiche Idee. Das kenne ich, glaube ich. Obwohl, nee, ich mache nur mit einem Freund so Witze. Und einer unserer Sprüche, die wir erfunden haben, ist, was ist der letzte Satz des Autofahrers? Und das ist halt, wenn der nicht abblendet, mache ich es auch nicht. Und das ist so, witzig sind wir. Ach so, du meinst, es sind zwei unterschiedliche Autofahrer, die aufeinander zufahren? Ja. Und die dachten sich, weil wir den Nebel ja nicht sehen, sie wollten aber den ein Nebel. Wenig frische Luft schnappen. Also sie sehen doch den Nebel. Hä, kannst du den Satz nochmal vorlesen? Zwei Männer starben, weil sie ein wenig frische Luft schnappen die wollten. Lösungssatz. Der erste Satz ist, in dichtem Nebel hatten die zwei Autofahrer die gleiche Idee. Ja, okay. Also zwei unterschiedliche Autos. Ist es eine Idee, wenn man sagt, ich will mal Luft schnappen? Das ist doch keine Idee, oder? Ah, ich habe eine Idee. Ich sollte einmal Luft schnappen. Ich finde, es ist... Ich hatte auch schon mal die Idee. Ich finde, es ist eher eine Idee zu sagen, es ist hier Nebel und ich mache mal mein Nebellicht an. Echt? Das ist mehr Idee als das andere? Ja, weil das ist eine Lösung zu einem Problem. Da denkst du drüber nach. Du denkst, oh, es ist Nebel, was mache ich? Ah, ich mache dir. Bei dem anderen denkst du doch nur, ich habe Lust auf frische Luft, also mache ich ja, das Fenster. Also, ich finde das nicht so weit weg. Man könnte auch sagen, das Problem ist, ich habe halt keine frische Luft, es ist so stickig. Und aber was mache ich jetzt so, als ich Lösung? Ich kam auf die Idee zu atmen. Nee, du atmest halt einfach. Ja, besser zu atmen. Okay, sagen wir also atmen ihre 2.0. Idee. Sagen wir also, ihre Idee war, das Fenster aufzumachen, um frische Luft zu schnappen. Wieso starben sie dann? Sie haben sich beide so weit rausgelehnt, sind dann aneinander vorbeigefahren und ihre Köpfe haben sich gegenseitig. Ich glaube, sie sind gestorben, weil sie fett und dumm sind. Fat and stupid. Das ist ein anderes Spiel. Das war ein anderes Spiel. Das war Cards Against Humanity. Soll ich weiterlesen? Noch ein Satz? Ja. Okay. Sie wollten durch das Seitenfenster ihres Wagens ein wenig frische Luft schnappen. Okay, sie sitzen in einem Auto. Dann. Durch das Seitenfenster ihres Autos. Also ein Seitenfenster. Also beide durch das gleiche Seitenfenster oder sind beide jeweils in einem Auto und wollten beide jeweils durch ihr Seitenfenster. Ich glaube, sie sind in einem Auto, im Nebel. Und aus dem gleichen Fenster wollten sie rausatmen. Es ging nur ein Knopf. Sie wollten einatmen. Es ging nur ein Knopf. Das ist wie bei meinem Auto. Bei meinem Auto funktioniert das Fenster rechts nicht mehr. Siehst du? Und dann haben sich beide aus der Fahrerseite rausgelehnt und sind halt gegen den Baum gefahren. Während der Fahrt. Das Weil ist eine gute Idee. Nicht jede Idee ist eine gute Idee. Es ist so schöner Nebel, da muss ich frische Luft schnappen. Ich mach mal schnell das Fenster auf. Oh, warum war es stickig im Auto? Haben Sie vielleicht geraucht? Haben Sie geraucht? Ja, Sie haben geraucht. Aber wieso haben Sie nicht keine Zigaretten. Beim Rauchen das Fenster aufgemacht schon, sondern erst danach? Während du noch rauchst, ist es ja noch geiler auch. Weil du dann richtig die Nikotinbombe kriegst. Ja, dann ist so die volle wow. Dröhnung und danach ist dann durchlüften. Danach ist so, oh, eklig, alles stinkt. Fenster auf, beide Köpfe aus dem Fenster raus. Du fegst ja auch nicht Schnee, während der schon fällt. Da war bestimmt einfach irgendwie ein Hirsch oder so und der ist gegen ihre Köpfe gerannt. Genau, das Auto stand auf dem Parkplatz und dann atmen dann sie aus dem Fenster raus. Der Hirsch und dann sah einfach nur, ein Hirsch. Sah einfach nur so zwei Köpfe aus einem Auto rauslugen und dachte so, das sind auf jeden Fall Wildschweine, da muss ich gegenlaufen. Das ist wie man kennt das von Hirschen, die laufen immer gegen Wildschweine. Du hast ja einen Hirsch gesehen. Ja, jetzt bist du Experte. Ich habe gestern Expertin. Ein Foto gesehen von mir als Kind und da habe ich einen riesigen Hirsch gestreichelt. Okay. Die Geschichte ist gelöst, ne? Okay, Nächstes Rätsel. Dumm gelaufen. Das könnte auch die Überschrift der letzten Geschichte gewesen sein. Das könnte von allem. Wieder ist wieder ein Boot. Zwei Wale sitzen auf einem Boot. Wir haben total oft. Das ist ein anderer Podcast, ne? Wir haben super oft was mit Booten. Also, wenn das hier jetzt der erste Podcast ist, hört euch den nächsten an, dann wisst ihr, auf was ich hinausgehe. Wenn das der zweite ist, dann hört euch den ersten an. Wieso hört ihr euch den zweiten vor dem ersten an? Was ist los mit euch? Seid ihr verrückt? Wenn ihr beide bereits gehört habt, dann Respekt. Shoutouts an meine Mutter. Respekt. Shoutouts an meine Mutter. Wenn sie bis hierhin geschafft hat, dann Shoutouts Wollen an meine Mutter. Wollen wir echt einfach in jedem Podcast meine Mutter erwähnen? Nee, ich habe meine Mutter erwähnt. Ach, du hast jetzt deine Mutter. Ich möchte bitte gerne meine Mutter erwähnen. Oder glaubst du, wenn andere Leute sagen meine Mutter, meinen sie auch deine Mutter? Ja, deine Mutter. Ein Mann saß in einem Boot. Neben ihm lag ein zweiter toter Mann. Beide waren nicht besonders schlau.
Das ist doch gelöst, oder? Ist gelöst. Beide waren nicht besonders schlau. Also sie lagen, beide lagen tot in einem Boot. Nee, er saß und der andere lag tot daneben. Er lebt noch? Nein. Ja. Er lebt noch? Ja, der sitzende Mann lebt. Also, beziehungsweise da steht nichts dazu. Der könnte auch tot sein. Okay, wo war das Boot? Es war nicht auf einem See. Das Wasser ist rot. Vielleicht sind sie im Roten See. Roten Meer. Vielleicht sind sie einfach auch in einer, in der größten Badewanne der Welt. Im Cocoon? Ist das die größte Badewanne der Welt? Nee, die ist eigentlich relativ klein. Die Badewanne im Cocoon. Da passt ja nur ein Wal rein. Was ist denn die größte Badewanne der Welt? Ich weiß nicht. Die ist bestimmt in Dubai. Bestimmt. Wo sonst? Da ist immer alles das Land der Extrem. Das Größte ist immer da. Da Dubai. Die größte Badewanne der Welt. Busch, in Dubai, da fahren die mit dem Boot drin rum. Und es ist rot. Auf was fahren sie denn rum? Blut. Die Badewanne ist randvoll mit Blut? Ja. Sie sind beide nicht so schlau. Das heißt, der Blutspiegel war nicht hoch genug. Und das Boot kam nicht voran. Und dann hat der eine gesagt, lass uns einfach ein bisschen Blut dazu tun. Hat sich die Adern aufgeschlitzt. Das und hat das gut. Blut reinlaufen lassen. Und dann hat es geklappt. Und dann hat der andere gedacht, ach, jetzt brauche ich ja nicht auch noch, weil es klappt ja jetzt, ist ja jetzt hoch genug. Kann man angeln in Blut? Welche Fische leben in Blut? Genau. Piranhas offensichtlich. Ist es so offensichtlich? Haie. Haie lieben Blut. Was mit Seepferdchen? Nee, die ersticken. In Blut? Ja, das ist zu dickflüssig. Seesterne? Seesterne können überall überleben. Im Weltall? Aber nur in den Wasserblasen. Den Eisblasen im Weltall. So Ötzi-mäßig eingefroren. Kleiner eingefrorener Seestern. Hui! Das ist das, was Seesterne machen? Hui. Eingefroren? Hui? Ja. Hast du noch nie einen Seestern gehört oder was? Hui. Einmal. Nee, das ist allgemein einfach das Geräusch, was Sachen, kleine Sachen machen, die im All umherfliegen, während sie eingefroren sind. Das ist so, du musst dir das so vorstellen, das fliegt so an dir vorbei. So, hui! Okay, ja, finde ich plausibel. Habe ich selbst noch nicht erlebt, muss ich zugeben, aber klingt sehr realistisch. Die ist gelöst. Die ist gelöst. Noch eine letzte? Okay, die letzte. Die Auferstehung. Oh. Und da ist so ein kleines, so ein Grab mit einem Kreuz drauf und auf dem Kreuz ist ein Bild genagelt von einem Hasen und davor stehen drei Blümchen in einem... Ein Bild genagelt? Ja, das ist so dran genagelt, so ein Foto okay. von einem Hasen. Und davor stehen drei Blumen. Die Geschichte ist, ein Wunder war geschehen. Das tote Kaninchen der Familie Wilhelm war plötzlich wieder da. Ah, die Blumen sind nicht unbedingt in einem Topf. Das könnte auch ein Zylinder sein. Okay. Es handelt sich also um Magie, wahrscheinlich. Der Zauberer ist wieder im Spiel. Ja. Das, da muss ich direkt an, guckst du South Park? Selten. Aber ich habe ein, zwei Folgen gesehen. Es gibt eine Folge, wo sie die Blutlinie von Jesus zurückführen, dann irgendwann auf einen Hasen. Und der einzige Nachfahre ist halt ein Hase. Und dann, das ist so ähnlich. Das ist der neue Messias. Er steht halt auch auf und so. Ja, diese Folge ist gesponsert von South Park. Von South Park, sehr zu empfehlen. South Park ist super. Kennst du das Musical? Von? Nein! Hast du es gesehen? Ich habe zweimal am Broadway Book of Mormon gesehen. Nicht dein Ernst. Du warst im Original Book of Mormon. Ja. Oh zweimal. Gott. Einmal in der ersten Reihe, direkt hinter dem Dirigenten und einmal in der letzten Reihe Stehplatz. Oh Gott. Ja. Es ist wirklich geil. Es ist natürlich, die sind, Trey Parker, Matt Stone, die Macher, die beiden, vielleicht habe ich den Namen auch gerade vertauscht, sind aber auch, und das wissen halt schon, das ist schon der erste Punkt, den viele nicht wissen, begnadete Musiker, die schreiben die ganze Musik, die haben ein Musical geschrieben, was am Broadway aufgeführt worden ist. Und dieses Musical hat einfach alle Preise abgeräumt, die es abzuräumen gibt. Das läuft jetzt auch, glaube ich, seit 10 Jahren oder so. Es läuft noch? Es läuft noch. 2017 war ich da. Geil, ich habe noch eine Chance, das zu sehen. 2016, 2017, oh Gott, irgendwie da war ich muss da. Das 2016 sehen. War ich da, ja. Oh Gott, ich muss das sehen. Es ist richtig gut. Es ist so geil. Ja, einfach. Das kann natürlich. Nicht abgesetzt werden. Aber Wicked haben sie ja auch abgesetzt aus irgendeinem Grund. Aber es ist mein Lieblingsmusical. Und ja. Ich habe wirklich, wirklich richtig viele Musicals gesehen. Oh Gott, ich komme nicht mehr klar gerade. Book of Mormon hat wirklich, hört euch den Soundtrack an. Es ist scheißegal, ob man da, also es ist natürlich geiler, wenn man es guckt, weil es ist einfach auch vom Tanzen her gut, von den Choreografien her, vom Schauspiel her sind die einfach auch geil.
aber die Lieder alleine sind schon so mega lustig. Kennst du die South Park-Folge, Book of Mormon? Nee. Dann kann ich auch nicht fragen, ob das in die Richtung? Parallelen hat. Nee, weiß kannst ich nicht. Du kannst ja was sagen. Achso, du kennst ja auch nicht die Folge oder was? Doch, ich kenne alle South Park-Folgen. Ja, dann erzähl mir doch von der Folge und ich sage, ob es im Musical auch so ist. Ja, es geht halt wirklich um Mormon und den Typ, ja? der das geschrieben hat und ja? so weiter. Ja, ist so. Ja, okay, dann ist es wahrscheinlich ungefähr so. Also das Musical... Nicht spoilern! Aber hast du die Songs gehört? Nein, ich wollte, also ich denke mir irgendwie, wenn, dann muss ich es halt wirklich mal sehen. Aber das, ich bin halt wirklich South Park-Fan. Hör sie ruhig vorher an. Echt, also besonders als Nicht-Muttersprachler Englisch ist es cool, die Wortwitze und so schon zu kennen, weil sonst beim ersten Mal versteht man es nicht sofort. Und dann ist es eigentlich cool, wenn man schon weiß, was die jetzt ungefähr okay. sehen. Also ich finde ich zumindest, ist meine Auffassung. Was auch, die haben ja noch einen anderen Film gedreht mit Puppen zum Beispiel. Mhm. Team America. Was auch einen unfassbar geilen Soundtrack hat. Okay. So geile Lieder auf diesem Soundtrack. Und nochmal ein bisschen die letzte South Park Credibility, die ich raushaue. Was vielleicht auch viele nicht wissen, die drehen die ganz neuen Staffeln seit irgendwie 6, 7, 8 Staffeln, keine Ahnung. Seit Barack Obama das erste Mal im Amt ist, drehen die ja innerhalb von einer Woche auch die Episoden. Vielleicht haben sie es vorher auch schon gemacht. Aber seitdem sind sie wirklich tagesaktuell und haben immer das tagesaktuelle Geschehen in den Folgen drin und bringen da mega Sozialkritik Krass. Rein und super viel von der ganzen Gesellschaft und so weiter. Es Geil. Ist super empfehlenswert. Zieht euch das rein. Wenn also gibt es immer wieder noch neue Folgen jetzt? Ja, die letztes Jahr war eine neue Staffel. Auch mit Trump. Das sind die besten beiden Staffeln, die, wo Barack Obama das erste Mal ins Amt gekommen ist und dann, wo Trump das erste Mal ins Amt gekommen ist. Die besten beiden Staffeln. Und die waren wirklich tagesaktuell, weil sie halt von Woche zu Woche produzieren und dann wirklich aktuelle Geschehnisse mit reinbringen und aktuelle Anspielungen. So, das ist richtig gut. Okay. Wenn ihr nur die frühen Folgen von South Park kennt, so Staffel 1 bis 10 oder sowas, die sind halt anders. Damals ging es um Provokation, was auch schon sehr gesellschaftskritisch war und irgendwie gezeigt hat, wie die Jugend zu dem Zeitpunkt wirklich redet. Aber jetzt sind sie halt wirklich gesellschaftskritisch und haben wirklich richtig ernste Aussagen und klare Statements so, gegen wen sie sind, für wen sie sind. Richtig cool. gut. Guckt South Park. Das war mein South Park-Blog. Und kann man auch die neue Staffel gucken, ohne die alten gesehen zu haben? Ja, ja. Mittlerweile ist ja auch so, dass staffelübergreifend sogar, hängen die zusammen. Also sollte man lieber die alten Staffeln gesehen haben? Nee, muss man nicht unbedingt. Musst du nicht unbedingt. Früher war ja so, jede Folge hatte nichts mit der nächsten Folge zu tun. Irgendwann haben sie angefangen, dass die Folgen plötzlich was miteinander zu tun hatten innerhalb einer Staffel. Okay. Und jetzt haben sie halt wirklich so ein etabliertes System. Sie haben Trump als Präsident und so. Und halt wirklich, wie es auch ist, so seit 8 Jahren. Oh Mann. Aber man kann wirklich eine Staffel auch so einfach gucken. Das ist schon nice. Guck das. Diese Leute sind wirklich einer meiner größten Vorbilder. Das finde ich ein schönes Thema. Was sind deine Vorbilder? Egal aus welchem Bereich. Mir würden jetzt noch ein paar einfallen. Ich glaube, mein erstes Vorbild war meine Grundschullehrerin. Daher auch, ich bin ja auch Grundschullehrerin geworden. Ah. War schon damals der Wunsch. Also eigentlich, seitdem ich in der ersten Klasse war, wollte ich Grundschullehrerin werden. Ah, das ist sweet. Mega süß. Dann Astrid Lindgren. Ah, okay. Ich wollte eigentlich auch immer Autorin werden, aber ich bin zu faul, mich hinzusetzen und zu schreiben. Das ist das Gute an Impro, du kannst halt einfach spielen. Und wenn du Impro übst, dann machst du das, indem du spielst. Also es gibt eigentlich keinen, du setzt dich halt nicht hin und machst das alleine. Das ist noch so meine Vorbilder. Meine Eltern wahrscheinlich so ein bisschen und Familie und so. Gibt es jetzt aktuell irgendwelche berühmten Personen? So berühmte Leute, die Leute kennen. Also die du einfach so berühmte Leute, wo du, wie zum Beispiel die Macher von South Park, wo du sagst, das ist sehr beeindruckend, was diese Menschen gemacht haben und. Also der ganze Grund, wieso ich jetzt gerade das Theater aufmachen will, kommt durch die Person, die in Chicago das Impro-Theater aufgemacht hat, wo ich gelernt habe. Aha. Der heißt Sharna Halpern. Und Impro-Leute kennen den Namen wahrscheinlich. Sie und Del Close haben zusammen Impro auf eine ganz andere Ebene gebracht. Wann? So, wie alt ist die jetzt? 60 oder so? Also so vor 30 Jahren oder so? 40 Jahren? Okay. Würde ich sagen. Nicht schlecht. Ist noch gar nicht so alt, Impro. Die habe ich halt, da war ich ja 2016 dann und bei der Einführungsveranstaltung hat sie halt eine Rede gehalten und hat so erzählt und ich habe sie gesehen und dachte so, ey, diese Frau ist noch. Erstens ist sie noch relativ mitten im Leben und hat schon so eine Legacy, weißt du? Die hat halt einfach Impro geshaped irgendwie. Die hat Impro in eine Impro Form, geshaped. Die hat Impro in eine Form gebracht, in eine neue. Und die hat da das Theater aufgebaut, als es noch nicht so berühmt war. Und dann habe ich gedacht so, ey, das kann ich auch. Und die lebt noch, weißt du? Die ist einfach noch hier und kann davon erzählen. Das ist nicht irgendeine historische Figur, sondern die ist noch da. Und dann habe ich gedacht so, ey, wenn die das hier geschafft hat, dann kann ich das doch auch in Hamburg schaffen, oder nicht? Nicht schlecht. Das war so
Aber ich weiß halt nicht, ob sie als Person mein Vorbild war, aber das war auf jeden Fall. Ja, aber das zählt, dass so eine Idee auch oder so eine Inspiration, genau. Das zählt. Das ist schon, vor allem wenn man dadurch für sein eigenes Leben Entscheidungen trifft, die wirklich auch sehr verändernd sind oder sehr grundlegend. Ja, genau. Also es war das schon zählt schon, das ist schon, ja. Ja. Einer meiner großen Vorbilder ist ja gestorben letztes Jahr. Wer ist letztes Jahr gestorben? Du weißt es. Karaoke. Der Sänger von Linkin Park. Wie heißt er nochmal? Wir sind öfter mal beim Karaoke hier irgendwo in den einschlägigen Kiez-Bars. Und Luke singt immer Linkin Park. Ich mach immer Schreisongs. Killing in the Name, Linkin Park, Papa Roach. Wie heißt er nochmal? Chester Bennington ist letztes Jahr von uns gegangen, hat sich erhängt in seiner Wohnung. Der Erste, der es entdeckt hat, war der DJ Joe. Ich kenne mich ein bisschen aus. Krass. Der Einzige, der Profit gemacht hat, war Hans Albers. Ja. Entschuldigung. Zu makaber. Dazu müsst ihr eine andere Podcast-Folge hören. Die wir hoffentlich auch rausstellen. Die hoffentlich jemals das Licht der Welt erblicken wird. Ja. Der Sänger von Linkin Park hat mich wirklich in meiner Pubertät, habe ich halt so angefangen mit E-Gitarre auch. Also ich habe vorher klassische Gitarre gespielt und 8 Jahre Unterricht mit Mozart, Beethoven und so ein Shit. Und dann Pubertät und so, ich will jetzt rocken. Ich will eine E-Gitarre. Mhm. Dann kam E-Gitarre, dann kam sowas wie Nirvana und dann kam das erste Linkin Park Album Hybrid Theory und das fand ich so unfassbar geil. Es hat mich so, ich konnte es komplett auswendig auch, habe es rauf und runter gehört. Ich fand das erstmal die Kombination dieser Band so geil, war irgendwie neu, DJ, Rapper, Sänger, Rock, bisschen Hip-Hop, war irgendwie völlig neu, hat mich völlig geflasht und ich fand den Sänger einfach, dass er so geil zum einen clean singen konnte und saubere Töne und dann aber auch noch so richtig shouten und diese Kombination. Ich kannte das bis zu dem Zeitpunkt noch nicht oder keinen Vergleichbaren, der das auch von einem guten Level kann. Und das hat mich immer begleitet und ich wollte immer so singen können, was letzten Endes auch ein Hauptgrund dafür war, eine musikalische Ausbildung mit Gesang als Hauptfach zu nehmen, weil das war immer mein Ziel. Ich bin auch in diese Ausbildung rein, habe gesagt, könnt ihr mir beibringen, wie man so schreit, so Linkin Park mäßig und sowas. Ich habe es immer verfolgt. Und das Ergebnis, du kennst es, wir waren in Karaoke-Bars. Genau, das Ergebnis ist, dass du jetzt in Karaoke-Bars gut Linkin Park singen kannst. Genau, das ist das Ergebnis. Hat sich doch gelohnt. Hat sich voll gelohnt. Ich war mittendrin in Hessen. Ich hatte Bands, wo ich halt sowas Ähnliches gemacht habe, wo ich halt geschautet habe und gescreamt und halt gleichzeitig aber auch clean gesungen. Es ist aber auch echt so, du bist einer der wenigen Leute, wo man während du schreist, merkt, dass du gut singen kannst. Weil das machen viele nicht. Viele können die das halt nicht. Die schreien halt einfach nur. Viele schreien einfach nur, auch nicht unbedingt mit Technik oder so. Also wenn man es wirklich hört, man kann einen Unterschied hören, wenn jemand da wirklich ein bisschen Ahnung von hat. Jetzt kann ich es einigermaßen zufriedenstellend für mich. Ja. Jetzt bin ich gerade nicht mehr in der Rockband. Irgendwie habe ich diese Rockband-Phase so ein bisschen hinter mir gelassen im Moment. Du hast ja jetzt voll viel, du hast zwei. Ich habe gerade eine neue Band tatsächlich, aber Akustik-Projekt. So, überhaupt nichts mit Rock zu tun. Wie heißt die? Wir haben noch keinen Namen, wir haben aber schon 4 Songs. Nennt euch Zigarettchenplättchen. Zigarettchenplättchen, Hashtag fick dich in der Nordsee. Nee, das ist unser Hashtag. So nicht, Freundchen. Ja, wenn ihr uns irgendwas schreiben wollt, Hashtag fick dich in der Nordsee. Eigentlich man ficke sich in der Nordsee. Oder auch fick mich in der Nordsee. Alles okay, fick alles euch in der Nordsee. Oh, euch auch noch? Das sind so viele, die man checken muss. Ich finde, es reichen die 3. Fick dich in der Nordsee, fick mich in der Nordsee und man ficke sich. Und dann kommt irgendjemand anders und klaut uns den Rest. Und dann stehen wir da. Und dann gibt es einen Podcast, der heißt Fickt euch in der Nordsee. Nee, fickt uns in der Nordsee. Okay, also wenn ihr uns gerne in der Nordsee ficken wollt, dann schreibt uns unter dem Hashtag Fickt uns in der Nordsee. Ansonsten bitte nur, lass uns mal. Ja, lass uns mal. Welchen nehmen wir? Was? Für Twitter. Wir müssen doch mit den jungen Leuten verbunden sein. Machst du einen Twitter-Account? Ja, ich mache uns einen Twitter-Account. Du kümmerst dich um den Twitter-Account. Ja, hast du einen Twitter-Account? Ja, ich habe 2. Für 2 Gruppen? Nee, für Mariam Azadi und für Living Room Improv. Ich steig mal einfach wieder ein, okay? Hallo, Luke. Vor allem mit so einem Hallo. Hallo, Luke, ab jetzt darfst du wieder aufnehmen. Jetzt darfst du wieder reinschneiden. Achtung, jetzt. Also, wenn ihr uns bei Twitter was schicken wollt, macht das doch mal. Schreibt uns einfach unter einem Hashtag fickt euch in der Nordsee und dann können wir das sehen und dann binden wir das mit ein. Oder fickt uns in der Nordsee. Fick dich. In der Nordsee. Man ficke sich in der Nordsee. Ja, man ficke sich in der Nordsee. Schreibt uns einfach unter man ficke sich in der Nordsee www.manfickesichindernordsee.de. Hey, Sammy Deluxe hat es doch mal. www.ficktechallemal.de. Ja? Kennst du die Line? Ich kenne Fickt euch alle von Großstadtgeflüster. Ach, lustig. Das kennst du nicht? Nee. Das ist aktuell und bekannt. Ja, aktuelle Lieder kenne ich nicht.
Ich höre nur alte Lieder, ich höre kein Radio. Ich auch nicht, ich gebe feiern. Es ist entweder aus Ich hoffe, ihr versteht's oder aus Fragezeichen, Ausrufungszeichen. Ich kenne mich nicht gut mit Samy Deluxe aus. What? Ja. Es gibt so 2, 3 Lieder von Samy Deluxe, die ich auswendig konnte. Ich habe früher ein bisschen gehört. Auch. Ja, das war auch jetzt von, als ich 20 war, habe ich Samy Deluxe gehört. Ja, vielleicht so in dem Dreh. Es war eigentlich eher, war er die Zeit davor. Er war eigentlich in, als wir so 15 waren oder so. Das war die Zeit. Ach so, ja, stimmt, doch, klar, ja, stimmt. Also ich bin so mit 12 bin ich auf einen Beginner-Trip gekommen. Ach so, ich wollte noch, genau, wo wir gerade wieder bei Musik sind. Du hast mir erzählt, was deine CD, dein erstes Album war, ne, von Linkin Park. Ach so, nee, das hat mich nur beeindruckt. Meine erste CD kann ich gleich sagen. Was war denn deine erste CD? Oder ich rate, was deine erste CD war. Also zumindest die erste CD, an die ich mich erinnern kann, dass ich sie selbst gekauft habe. Ich habe meine geschenkt bekommen, aber das möchte ich trotzdem, dass du das auch gleich rätst. Green Day. Ein bisschen härter. Also die Rockrichtung, das Blink war 182. Schon nicht so schlecht, aber schon so ein bisschen Bloodhound Gang. Ja. Ja, yeah, dritter Guess. Okay, Bloodhound, das ist auf jeden Gang. Fall besser als meine erste CD. Hooray for Boobies war mein das erste Album. War noch nackte Frauen auf dem Cover. Richtig angebracht für diese Zeit damals. Und wie alt warst du? Oh, weiß ich nicht. Nackte ich war Frauen unter 18. Oder? Auf jeden Fall. Na klar, hallo, CDs kamen raus, als wir so 10 waren. Oder ich so. Habe mir, das kann ich jetzt hier in diesem Podcast voller Stolz sagen, ich war der Grund, dass die Musikindustrie den Bach runtergeht. Ich habe so viel illegal gemacht. Wir haben auch immer zu Hause so viel illegal runtergeladen. Aber erst als es MP3 gab. Vorher gab es einfach nur CDs. Du konntest das doch gar nicht runterladen. Es gab keine Geräte, auf denen du das abspielen konntest. Ja, bei Casa haben wir es auch immer gemacht. Ich war bei Casa, bevor es berühmt wurde, weil ich damals Zocker war und in so Nerd-Netzwerken unterwegs. Und wir hatten den ganzen illegalen Scheiß immer als erstes. Ich war bei Casa, da hatte das weniger als 1 Million Nutzer. Später hatte das irgendwie, was weiß ich, 30 Millionen oder sowas. Ich weiß nicht, wann ich da war. Als ich halt dann das erste Mal die Möglichkeit hatte, solche Sachen, Dateien überhaupt abzuspielen. Das hatte ich auch richtig früh. Ich habe seit der 2. Klasse, wenn ich mich richtig erinnere, bereits einen eigenen PC. Ach so, okay. Mit Internet. Weil mein Vater war immer so auf einem Techniktrip. Krass. Und ich habe davon profitiert. Heftig. Letzten Endes. Ich hatte super früh ein Internet, hatte kein anderer auch aus der Klasse irgendwie Internet oder so. Irgendwie ja, total, sowas. Ja. Wir hatten so diese richtig alten 256k Modem, whatever. Oh mein Gott. Ich habe meinen Rechner zu der Zeit durchlaufen lassen, 24/7, habe dauernd runtergeladen, weil 3 Megabyte halt... Dauerten halt 5 Stunden. Ja, so ungefähr. Dauernd, das war eine krasse Zeit. Okay, was war meine erste CD? Außer Rolf Zukowski. Also irgendwie so popmäßig. Ja. Ich habe jetzt keine Anhaltspunkte. Du hast wenigstens Anhaltspunkte, so rockmäßig und Linkin Park. Ich muss ja, popmäßig jetzt bei dir, stimmt. Popmäßig und dann halt so irgendwas Boymäßiges oder Britney Spears so in diese Richtung. Geht in eine gute Richtung? Aber weder noch. Ich mach mal einen Tipp, NSYNC. Nee, weder noch. Weder Boyband noch Britney Spears. Ach so, aber es geht in eine gute Richtung. Gute Frage. Ne? Aber das war dein erster Einzelperson? Guess. Das war dein erster Guess. Nein. Okay, eine Gruppe. Mhm. Dann Deutsch? Ja. Tic-Tac-Toe? Nee, bisschen später. Oh Gott, ich kenne... Oh Gott, eine das deutsche Gruppe. Guess. Boah, ich kenne mich, weil mir fällt gerade nicht mal eine deutsche Gruppe ein. Warte, das war so um 2000 rum oder das so? Das sagt mir auch nichts. Okay. Eine deutsche Gruppe? Boah, Frauengruppe? Eine deutsche Gruppe? No Angels. Ja! No Angels. Daylights war meine erste CD. Daylight in your eyes. Geil. Ich glaube, ich hatte tatsächlich Rolf Zukowski früher, aber das habe ich jetzt nicht erzählt. Die ja, habe ich gekriegt als Geschenk dafür, dass ich meinen Cousin gebabysittet hat und hat meine Tante mir Daylight geschenkt. Daylight in your eyes. Ja, geschenkt ist ja auch so eine, weißt du noch, was du als erstes selbst gekauft hast? Weil das ist ja noch so ein anderer Impuls, dass du wirklich sagst, ich kaufe mir jetzt das. Das ich ist meine erste mir jetzt CD. Diese CD. Nee, weiß ich echt nicht. Ich habe eigentlich immer alles, die immer, vielleicht Bambule. Wahrscheinlich Bambule. Was ist das? Absolute Beginner. Okay, ja gut. Ja, ich glaube, Bambule habe ich mir selber gekauft. Das könnte sein, das war dann auch kurz danach. Wir waren total die Beginner-Fans, meine beiden Freundinnen und ich. Ja, damals war ich noch mehr auf Rock. Damals war ich noch mehr Nirvana und so. Aber ich war auch so ein bisschen Mitläuferin, glaube ich, musikmäßig. Weil ich war wirklich, ich habe das so scherzhaft gesagt, aber ich war wirklich, bis ich 12 war oder so, halt einfach immer nur Rolf Zukowski-mäßig unterwegs. War sogar auf einem Konzert von Rolf Zukowski. Ich finde auch immer noch, dass Rolf Zukowski ein guter Musiker ist. Ich stehe dahinter und ich würde auch wahrscheinlich immer noch zu seinen Konzerten gehen. Das kannst du halt auch nur machen, weil du in Hamburg lebst. Ich hätte nie die Möglichkeit gehabt, zu einem Rolf
Zukowski-Konzert zu gehen. Ja, außer wir wären halt wirklich weit gefahren. Ich habe den schon ein paar Mal getroffen, auch auf so Festen und so, als ich dann erwachsen war und dann immer so, hallo, ich war Fan. Nina Heidmann war übrigens in Stefans Schwester. Die war in seinem so Kinderchor-mäßigen. Oh, okay. Ja, wenn ich das jetzt richtig erinnere, wenn nicht, Nina. Welche berühmten Leute hast du mal getroffen? Aber nicht jetzt, ich habe zum Beispiel nicht getroffen im Sinne von den Reden. Ich habe hier in Altona ist halt der von Dr. Smudo. Renz von Fettes Brot ist halt da. Ja, die haben da ihr Tonstudio. Ja. Direkt neben der Schule, wo ich Referendariat gemacht habe. Da bin ich öfters mal dran vorbeigefahren, den aber nicht getroffen. Smudo bin ich auch schon mal dran vorbeigefahren. Ich habe mal Kim Frank getroffen und das war mir sowas von egal. wir waren, okay, hör dir das an. Das ist erstmal der nerdigste Einstieg. Wir waren auf unserem Schulhof und haben Einrad geübt. Wir waren nämlich damals alle Einradfahrerinnen und wir haben eine Einradchoreografie. Du kannst Einrad fahren? Das verlernt man, glaube ich, nicht. Ja, ich denke, dass ich das immer noch kann, ja. Und wir haben eine Einradchoreografie eingeübt für unser Schulfest. Und danach, Kim Frank hatte direkt gegenüber von unserer Schule in Eimsbüttel das Tonstudio. Das ist ja auch, die ganzen Leute waren alle auf unserer Schule. Eimsbüttel ist halt die Hood, so, ne? Also so Jan Delay war auf meiner Schule und Sammy Deluxe war auch auf meiner Schule. Die waren alle, aber es war alles vor meiner Zeit. Ich kannte die leider nicht. Ich wäre so gerne in der Großstadt aufgewachsen. Jedenfalls haben wir dann Kim Frank und alle so, oh, das ist Kim Frank, lass uns mal da hinlaufen. Dann sind wir da hingelaufen, die haben sich alle irgendwelche Autogramme geholt. Und dann dachte ich so, okay, dann hole ich mir jetzt halt auch eins, weil wer weiß, vielleicht finde ich irgendwann raus, dass der voll gut ist. Und dann habe ich mir eins geholt und habe das in meine Jackentasche gesteckt und habe es nie wieder rausgeholt. Das war so ein kleiner abgerissener Zettel. Und später, ein paar Jahre später, schon 10 Jahre später oder so, ist meine Freundin mit ihm zusammengekommen. Naja, sie hat ihn gedatet für ein bisschen. Sie hat ihn gedatet? Ja, 1-2 Dates. Also sie sind nicht richtig zusammengekommen. Aber 1-2 Dates kann man schon als Beziehung verkaufen. Kommt drauf an, wie emotional gebrochen du bist. Sehr. Auf einer Skala von 1 bis 100, sehr. Ja, also die waren halt so... Ich würde haben ein bisschen zwei gedatet. Dates als Beziehung. Die haben ein bisschen gedatet, ja. Lustig, ne? Sie hatten eine Beziehung. Aber ich habe ein paar von den Game of Thrones Leuten mal getroffen. Okay. Das war ganz cool. Hast du Game of Thrones geguckt? Nein. Ich habe das auch nur deswegen geguckt, weil ich habe die halt auf so einer Convention getroffen und ich habe das vorher nicht geguckt. Hast du die Drachen getroffen? Ja, die waren richtig nett. Aber außer der eine, der war ein bisschen kalt. Das verstehen nur die Game of Thrones gucken. Bist du Hardcore-Fan? Richtig? Hast du alles gesehen? Ich habe bis jetzt, glaube ich, alles gesehen. Eine Staffel fehlt mir noch. Ich weiß nicht, ob die schon raus ist oder nicht. Ich bin halt nicht Hardcore-Fan. Ich bin so, wenn die neue rauskommt, dann warte ich auch nochmal ein Jahr und gucke sie dann so. Also, so wie ich und Franz Brötchen. Ja, auch ungefähr wie ich und Franz Brötchen. Ist halt okay, aber muss man sich nicht dauernd geben. Ich habe es mir, glaube ich, noch nie selbst geholt. Du hast dir noch nie selbst ein Franzbrötchen geholt? Ich bin auch nie beim Bäcker. Aber Franzbrötchen sind schon lecker. Das hat sich Der Reim-Podcast. Du guckst viele Filme. Ich gucke mehr Serien als Filme. Siehst du mehr Serien? Ich guck gar nichts mehr. Echt? Ich habe vor, weiß ich nicht, 6 Jahren, war noch Serienzeit, was alle damals cool fanden. Damals war noch How I Met Your Mother groß und Big Bang Theory. Oh, da habe ich noch echt viel geguckt. Ja. Ich gucke jetzt eigentlich gar nichts mehr. Ist gut, hast du mehr Zeit für andere Sachen? Ja. Und irgendwie, also keine Ahnung, Interessen verschieben sich ja anscheinend so im Leben, wenn man auch älter wird. Früher extrem viel geguckt, jetzt halt gar nichts mehr. Da passiert irgendwas. Irgendwas da runtergefallen. Oh mein Gott. Vielleicht eine Kerze, die jetzt den Boden abbrennt. Oh ja. Dann wird's endlich warm. Nee, aber ich guck jetzt eigentlich gar nichts mehr. Ich guck YouTube. Zu viel. Ja, ich guck so viel YouTube, ich guck so viele Serien, ich guck viel zu viel Scheiß und ich sollte mal lieber mein Leben leben. Ja, ich guck auch zu viel YouTube. Was ist das Häufigste, was du auf YouTube guckst? So Genre? Comedy. Amerikanische Comedy. Ja. Ich hab nicht Stand-Up, sondern so Gruppen. Ich habe relativ viel von diesen amerikanischen Shows halt auch mal geguckt. Late-Night-Shows. Ah ja, das habe ich auch eine Weile. Aber ich fand immer am besten Craig Ferguson und der wurde irgendwann abgesetzt und jetzt ist James Corden der Moderator der Late-Late-Show. Ich war ja immer politisch auch ein bisschen so und die Daily Show natürlich. Daily Show mit Seth Jon Myers? Stewart. Ach, Jon Stewart, okay. Und der macht auch nicht mehr, ne?
Jon Stewart hat aufgehört. Ich habe vergessen, wie der Nachfolger heißt. Stephen Colbert? Dann auch nicht mehr. Nein. Stephen Colbert kommt aber aus der Daily Show ursprünglich. Es kommen so viele Leute aus der Daily Show. Die Daily Show hat so viele andere Shows produziert und andere Stars produziert. Eine krasse Sendung, eine krass gute Sendung. Sowas gibt es im Deutschen nicht. Die Kopie in Deutschland ist die Heute Show. Ja. Auch 1:1, exakt das gleiche, die Farben auch. Blau-Weiß, alles 1:1 Kopie. Es kommt halt nicht im Ansatz dran. Ja. Die Daily Show ist viel aggressiver, viel gezielter so, weil man sich das aber in Deutschland halt auch nicht wirklich traut. Also sowas würde man in Deutschland auf dem Level nicht machen. Ich glaube andersrum, weil in Amerika das allgemeine Volk so wischiwaschi ist und hier sind mehr politisch extreme Leute und mehr Leute, die halt von selber schon so drauf sind, dass das Land es nicht unbedingt so krass braucht, im öffentlichen Entertainment auf die Schnauze zu kriegen. Ich glaube, es würde aber auch nicht ankommen. Also wenn ich mir jetzt so das Zielpublikum von denen sind ja schon eher ältere, ZDF-Abendshow. Also ja, genau. Das müsste dann irgendwie auf Sat.1 so, oder so. Oder nee, ja, genau, wo, das, was für genau, Länder gibt es, genau, wo das laufen könnte? MTV aber, vielleicht. Oder so. Aber eine ZDF-Abendshow, also bei dem Publikum, das sie haben, da würde das nicht funktionieren, sage ich. Ja. Wenn die das so wäre wie Daily Show. Das müsste wahrscheinlich für YouTube gemacht werden. Eigentlich genau, gibt's sowas, keinen dann, Sender, genau, sowas. Der für junge Leute Dann könnte ist. Man das machen. Ja. Dann könnte man auch genau mit der gleichen Aggression rangehen oder so. Gibt es auch bestimmt, oder? Es gibt doch bestimmt irgendeinen YouTube-Kanal für Deutsche, die vielleicht so hart drauf sind. Ich kenne keinen. Ich gucke ganz gerne ab und zu mal Seth Meyers Show. Seth Meyers Late-Night-Show. Ist das die Late-Night-Show? Weiß ich nicht. Weiß nicht, aber er macht immer ein Segment, das heißt A Closer Look. Ja, okay. Also seitdem Trump gewählt hat, gucke ich das halt manchmal ganz gerne, weil es ist angenehmer, als einfach nur die Nachrichten zu gucken. Weil er informiert einen halt, aber gibt dazu halt direkt dann auch sarkastische Argumente. Ja, das ist cool. Argumente und so. Ziemlich coole Rubriken. Aber ich folge tatsächlich, kennst du Smosh? Mit zwei O, Smosh. Nee, das ist ein Smosh. Mit einem O, Smosh. Das ist ein Smoshy. Das ist was zu essen. Und dem folge ich jeden Tag. Smosh ist eine der ältesten Gruppen auf YouTube. Oh, okay. Und den folge ich tatsächlich seit 10 Jahren jetzt. Okay. Und die sind immer noch gut. Die sind total anders als früher, natürlich. Und der eine von denen ist halt auch inzwischen weggegangen und es sind jetzt nicht nur zwei Leute, sondern es ist halt eine ganze Kooperation. Das mag ich, wenn sich Leute entwickeln. Ja. Auch bei Linkin Park zum Beispiel. Die haben sich auch entwickelt am Anfang. Jetzt haben sie so Popsongs und so weiter gemacht. Ja. Aber ich bin immer Fan geblieben. Ich habe die neueren nicht mehr so gesuchtet wie damals. Damals habe ich das wirklich krass gesuchtet. Mhm. Aber ich bin immer Fan von dem Grundkonzept der Band gewesen. Von der Grundidee so, dass die Kombination aus DJ, Rapper, bla. Das fand ich immer cool. Und ich bin nicht einer von denen gewesen, die dann irgendwann abgesprungen sind und gesagt haben, ja, jetzt macht ihr Pop und so. Nee, geht gar nicht. Ich habe mir das alles noch angehört und reingehört und Wie stehst du gemacht. Zu Macklemore und Ryan Lewis? Auch DJ und Kenne ich nicht so gut. Kenne nur die Hits. Also ich habe das Album rauf und runter gehört damals. Oh, ja, ja. Heist hieß das. Das war auch echt gut. Also ich fand es richtig gut. Weil der hat so eine richtig schöne Mischung aus random Scheiß, einfach nur albern, und sozialkritisch. Okay. Und das finde ich irgendwie geil. Aber ich habe irgendwie Linkin Park, bin ich nie so reingekommen. Die einzigen, wo ich das richtig schade finde, dass ich da nie reingekommen bin, Blink-182. Ich glaube, die hätte ich richtig gut gefunden. Kann sein. Das wäre richtig mein Ding gewesen damals. Und wäre ich jetzt wahrscheinlich auch richtig cool nostalgisch dabei, wenn ich halt... Ja, sie tun ja immer noch. Aber ich bin da halt nie reingekommen, irgendwie früher leider. Und das ist was ich nicht... Tja, Dinge, in die man nicht reinkommt. Hashtag die Tür ist zu, du Assi. Kommst Flugzeug nicht rein. Im Weltraum. Kommst auch nicht rein. In einer Wasserblase, die eigentlich ein Eisblock ist. Kommst nicht rein. Hui! Scheiße, war das die letzte Folge? Gute Frage. Aber wir dürfen nicht immer die Folgen vermixen. Oder wir müssen immer zwei Folgen gleichzeitig rausbringen. Wir können ja auch noch eine Black Story machen. Jetzt zum noch Beispiel. Zum Abschied sozusagen. Wie viel Zeit haben wir noch? Zeit. Wir haben noch Zeit. Ach, ist noch ewig. Ach, ewig Zeit. Lass uns doch lieber nochmal so eine Einwortgeschichte machen. Geschichte? Ja. Es war einmal eine kleine Maus, die Ratte, ich wollte noch Mausratte okay, sagen. Okay, eine Mausratte. Die sich gerne in der Nordsee befand. Eines Tages kam ein großer Wal, der sie mitnahm. Danach sagte der Wal: Hallo, ich bin dein Wal. Vater. Daraufhin sagte die Mausratte: Oh,
Das ist unmöglich. Aber der Wal sprach nein jede Minute deines Lebens verdankst du mir. Wodurch die Mausratte sehr angeturnt wurde, weil ihr Verstand nicht besonders ausgereift war und ist. Das ist ein Wort. War und ist. War und ist. Warundist. Drei Chinesen mit einer Geige sprachen zu sich. Oh. Du. Da. Komm. Zwei. Was? Nee. Oh, du da, komm. Achso, ich dachte, das Komma wäre vor da. Oh, du, da kommen zwei. Aber du hast Achso, ich habe nicht, oh, hab nicht kommen gesagt, ich habe komm. Ah, okay. Komm her. Okay, oh, du da, komm her. Du. Kleine. Geile. Mausratte. Und. Sie. Ist. Zu. Den. Chinesen. Mit. Ihrem. Geigenapparat. Gelaufen. Später sprachen die Chinesen nochmal zu der Mausratte. Sie guckte sehr verwirrt, weil ihre Chinesen Freunde nicht Deutsch lernten. Sie war plötzlich schockiert von den spanischen Chinesen, die eigentlich nur Araber waren. Wir haben total noch den Fokus auf jeden Fall. Der Wahl muss noch mal kommen. Der Wahl muss, es muss noch irgendwie ein großes Finale. Ja. Der. Das war einfach. Okay, der Wahl beobachtete alles und schwamm davon. Er fand sein Gehirn zerstört. Und damit ist die Geschichte zu Ende. Zünde. Zünde. Ein Wort. Zünde. Punkt. Das war sinnvoll. Wie heißt die Mausratte? Jerome. Und der Wal? Auch Jerome. Jerome und Jerome. Ja. Und die Chinesen? Die Araber? Die spanischen Chinesen? Der eine heißt Lila, der andere heißt Orange und der andere heißt Chinese 3. Chinese 3 ist aber ein bisschen rassistisch. Wieso? Ich finde, der hat seinen Namen geändert, weil seine Eltern waren ein bisschen rassistisch. Seine Eltern hatten nämlich 15 Kinder und haben die einfach Chinese 1, Chinese 2, Chinese 3, Chinese 4 und so weiter genannt. Und Chinese 3 hat sich dann gedacht, das finde ich irgendwie doof, in die Welt rauszugehen und Chinese 3 zu heißen. Und deswegen hat er sich Horst genannt. Und jetzt heißen sie Lila, Orange und Horst. Okay, und warum spielen sie Geige? Chinesen spielen ja eigentlich immer ein anderes Instrument. Die spielen immer Kontrabass, ne? Genau. Das Chinesen-Instrument. Das Chinesen-Instrument ist der Kontrabass. Die haben eine Geige gefunden. Wo ist der Kontrabass hin erstmal, bevor sie die Geige finden? Die hatten gar keinen Kontrabass. Das ist die neue Generation. Die neue Chinesen-Generation. Der Kontrabass wurde zerstört, weil ihre Großeltern immer da drauf gespielt haben. Und zwar nicht, sie spielten den Kontrabass, sondern sie haben sich auf den Kontrabass gestellt und haben dann Scrabble gespielt. Davon geht so ein Kontrabass kaputt. Ich habe eine Musikausbildung. Man denkt immer, drei Chinesen spielten auf dem Kontrabass, bedeutet, dass sie eine Melodie auf dem Kontrabass spielten. Aber sie saßen auf dem Kontrabass. Richtig. Und haben Scrabble gespielt. Weil Chinesen denken, dass Kontrabass so funktioniert. Alle Chinesen denken das. Nicht nur alle Chinesen, auch alle Spanier und alle Araber. Und dann nehmen sie einen Tisch in die Hand und versuchen Musik zu machen. Schaffen sie auch. Klopfen drauf und dann macht es einen Ton. Ja, das ist chinesische Musik. Als Kind
wusste ich nicht, was ein Kontrabass ist. Und ich dachte, dass das so ein Steg ist im Wasser. Ah, oh, wie? Okay. Und dann habe ich immer gedacht, drei Chinesen spielten auf dem Kontrabass halt. Also auf dem Steg. Wie kann man das herleiten? Kontrabass, Steg? Weiß ich nicht. Kann man nicht. Habe ich mir nicht logisch erklärt, sondern ich habe einfach das Bild. Ich habe immer alles bildlich mir vorgestellt. Ich glaube, als ich dann irgendwann wusste, was ein Kontrabass ist, habe ich mir dann auch vorgestellt, wie sie Kontrabass spielten, aber immer noch auf dem Steg. Nicht schlecht. Das ist doch niedlich. Eine blühende Kindsfantasie. War eine schöne Geschichte mit dem Wal und der Mausratte und den drei Chinesen. Jerome, Lila, Orange und Horst. Es war noch nicht ganz so klar, wo das Setup ist. Wo befinden die sich? Na, in der Nordsee. Stimmt, wir hatten es am Anfang hatten wir Nordsee drin. Ah, stimmt, klar. Und dann ist Jerome weggeschwommen und hatte sein Gehirn zerstört, wie man es so tut. Tragisches Ende. Ja. Eigentlich das Ende von allen Liebesgeschichten. Ja. Am Ende zerstört einer sein Gehirn. Du hast meine Frau zerstört, also zerstöre ich deine Seilaktie. Das ist wieder der berüchtigte Podcast, der vielleicht nie veröffentlicht wird. Endet Liebe immer so, dass man Gehirne zerstört? Ist das der normale Verlauf von Liebe? Herzen, oder? Herzen ja, gut, zerstört. Ist egal, aber zerstören halt. Endet Liebe immer mit Zerstören? Immer mit Zerstörung, ja. Ich habe meinem Neffen neulich mal keine Schokopops gemacht und dann ist er richtig ausgefloppt. Ich bin als Kind richtig ausgerastet. Ich bin als Kind... Kinder sollen mal aufhören auszurasten. Ich bin als Kind richtig ausgerastet. War so ein richtiger Schreihals. Ich bin selten ausgerastet. Ich absolut. Das war irgendwie brasilianische Temperament. Heißblütig. Das war bei mir meistens, wenn etwas anders war, als ich gedacht hatte. Wenn etwas anders war, als ich es mir so geplant und ausgemalt hatte. Das konnte ich am wenigsten handhaben. Ist auch immer noch so, ehrlich gesagt. So ein leicht, weiß nicht, autistischer Ansatz oder so. Wenn man sich so, man stellt sich so vor, das muss so und so funktionieren und so geht es. Und dann geht es nicht so. Ist eigentlich gerade im Impro sehr komisch, weil gerade da geht es nie so, wie du es dir vorstellst. Aber oh, das war echt... War ich früher mehr so? Hab's mir so in den letzten Jahren mehr schon besser abtrainiert. Ich war super perfektionistisch. Ja, ich auch. Unfassbar perfektionistisch so in allem. So viele Videos nicht hochgeladen auf YouTube. Ja. Weshalb man nie was geschafft hat, weil man immer so perfektionistisch war. Meine Festplatte ist voll von allem Möglichen. Ich auch, meine auch, ja. Und mittlerweile ist besser geworden. Ja. Eigentlich immer noch zu viel, muss man sagen. Aber vielmehr einfach mal tatsächlich irgendwas machen. Ja. Diesen Podcast. Auf jeden Fall. Als Kind habe ich tatsächlich das fiel mir richtig schwer. Ich weiß nicht noch, eine Situation, da war eine Freundin zu Hause bei mir und wir haben irgendwas mit meiner Mutter gespielt. Sie hat uns irgendwie den Anfang eines Liedes gesagt und wir sollten ihn zu Ende singen oder irgendwie sowas. Und ich wusste es, aber es kam nicht aus meinem Mund raus. Also aus irgendeinem Grund kam die Lösung nicht raus. Und sie hat es zuerst gesagt. Aber ich war halt voll so, ich wusste ja, dass ich es vor ihr gewusst hatte. Aber es ist halt nicht rausgekommen. Und es hat mich so aufgeregt. Und dann habe ich geschrien, Verräterin! Weil sie es verraten hat. Nicht, weil sie eine Verräterin war, sondern einfach nur, sie hat es halt verraten. Oh Gott. Verräterin! Und dann bin ich in mein Zimmer gelaufen und habe die Zimmertür zugeschnallt. Und ich war richtig am Boden zerstört. Geil. Dass sie das vor mir gesagt hat. Geil, Verräterin, geile Bedeutung. Verräter, du hast das verraten. Du hast es verraten. Du bist eine Verräterin. Aber so sind Kinder. Ich habe mal eine Klasse unterrichtet, eine fünfte im Theater. Und dann habe ich die in Gruppen eingeteilt und die eine Gruppe hat nicht so funktioniert. Und dann habe ich gesagt, okay, nimm doch mal jetzt noch den in die Gruppe hier mit auf, wir teilen die jetzt nochmal auf. So, ne? Und dann kam der eine, der halt auch so drauf war, wie ich früher sozusagen, nur ein bisschen krasser. Und der lief dann halt auch schreiend aus dem Raum raus und sagte, sie haben alles zerstört. Geil. Deswegen können wir es jetzt nicht schaffen, sie haben alles zerstört. Okay. Kinder, willst du Kinder haben? Ja. Und du? Wie viele? Höchstens zwei. Höchstens? Ja. Ich weigere mich immer so eine konkrete Aussage zu 100% festzulegen. Grundsätzlich finde ich den Gedanken schon nicht schlecht. So, irgendwie mal irgendwann eine Familie mit Kindern. Ist schon ein ganz gutes Bild. So, aber wenn es jetzt nicht passiert, dann würde ich jetzt wahrscheinlich auch nicht dran verzweifeln. Ich schon. Also verzweifeln ist ein starkes Wort, aber ich habe, seitdem ich selber Kind bin, immer gewusst, dass ich. Okay, siehst du, so krass war es auch nicht bei mir. Ich bin einfach eine Mama. So viel zu unserer Familienplanung. Was ist eure Familienplanung? Schreibt es uns. Man ficke sich in der Nordsee. Meine Traumfamilie. Das ist auch Teil der Familienplanung.
Wie alles begann. Wie alles begann. So ein Poesiealbum. Wir fickten uns in der Nordsee. Poesiealbum vorne, ein Hashtag drauf. Bild ich hatte früher dieses Bilderbuch, das hieß Peter Ida Minimum. Kennst du das? Nein. Das war richtig cool. Das war zur Aufklärung, wie Kinder geboren werden, wie das entsteht. Aha. Oh, wie wurdest du aufgeklärt? Dadurch? Ja. Also wir haben gar nicht darüber geredet, sondern ich hatte immer diese Bücher irgendwie. Und dann in diesem Peter Ida Minimum stand das halt alles drin mit so Bildern und die haben auch geredet, hatten auch Sprechblasen und so. Und die Kinder, die hatten halt zwei Kinder, Peter und Ida waren halt die Kinder. Und die Mama war schwanger mit dem neuen Baby, Minimum halt. Oh. Und dann haben die Peter und Ida immer Fragen gestellt, wie das entsteht. Und die Eltern haben das halt immer erklärt mit der Eizelle und mit den Spermien und so. Und dann wurde es immer aufgemalt und es war richtig, voll süß. Richtig gut zur Aufklärung irgendwie. Ich glaube trotzdem, meine Eltern hätten vielleicht ein bisschen mehr mit mir auch drüber reden können, aber... Ja, denke ich auch. Haben deine Eltern auch nicht mit dir drüber geredet? Ich denke, deine Eltern hätten mehr mit dir drüber reden können. Vielleicht heute... Dann wäre nicht so viel schief gegangen, ne? Dann würden wir nicht hier mit Hashtag fick mich in den Hotsee. Ja, dann wäre der Hashtag einfach nur Moin Hamburg. Hoffentlich hören meine Eltern das. Meine Mutter hat mir zumindest über Masturbation Sachen erzählt. Ach krass, okay. Das ist das Einzige, woran ich mich erinnere. Ich weiß nicht, ob wir auch darüber geredet haben, wie es dann wirklich läuft mit Mann und Frau. Ja. Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass sie mir was über Masturbation erzählt hat. Und ansonsten weiß ich nicht. Ich hatte, wie gesagt, ab der zweiten Klasse dann bereits Internet und okay. Habe... Luca hat ab der zweiten Klasse Pornos geguckt. Wir haben es hier zuerst gehört. Habe ich in der zweiten Klasse schon Pornos gefunden? Weiß ich nicht. Aber sehr früher als alle anderen. Früher als alle anderen in der ganzen... Das ist zu früh. Geht. Ich bin ja normal, wie du weißt. Hm? Also von daher, es hat mich nicht... ich habe kein krasses... Okay, jetzt wollte ich sagen, ich habe kein krasses gestörtes Verhältnis zu Sex. Ich habe vielleicht Sex zu gerne und zu oft in der Beziehung. Da haben schon sehr viele Leute gesagt, wow, das Level, was du hier auffährst, ist schon zu viel. Ja. Eventuell ist das eine Auswirkung davon, dass ich so früh... Ja, wahrscheinlich. Na klar, Leute, die viel Pornos gucken, sind ja auch davon beeinflusst dann, dass es dann auch im echten Leben so sein muss. Ja. Und da können die Menschen manchmal nicht mithalten. Würdest du mit einer asexuellen Person zusammen sein? Die gleiche Antwort wie eben, sowas kann man halt schwer sagen. Wahrscheinlich nicht. Ja. Denke ich mir so. Aber wer weiß, wenn jetzt irgendwie... Wenn man so richtig doll verliebt ist, wenn jetzt, ne, plötzlich doch irgendwas passiert, irgendwas, keine Ahnung. So im Moment jetzt kann ich es mir nicht vorstellen. Ja, ich auch nicht. So, aber... Aber das finde ich so schade, weil eigentlich bin ich immer... Meine eigentliche Einstellung, Einstellung, ne, heißt das? Anstellung. Meine eigentliche Einstellung ist eigentlich, dass ich alle akzeptieren will und offen dafür sein möchte, egal wen zu lieben. Egal, ob Mann oder Frau, groß oder klein, behindert oder nicht behindert, schwarz, braun, lila, grün, alles, also jeden Chinesen. Menschen so, ne, dass sie, nein. Ja, also alle Leute und dann halt zu sagen, okay, also zum Beispiel auch Transgender würde ich, glaube ich, auch ausprobieren, aber also würde ich, glaube ich, also da lasse ich mich nicht von abhalten, aber wenn dann jemand sagt, so diese eine Sache, die eigentlich für einen selber essentiell für eine Beziehung ist, die ist nicht, weiß ich halt nicht, ob ich das könnte. Ja, genau. Das müsste man dann sehen, ne? Müsste man mal in so eine Situation kommen. Ich dachte mal für eine Weile, dass ich asexuell wäre. Ah, okay. Bevor ich rausgefunden habe, wie gut das Sex geht. Hattest du am Anfang so schlechte Erfahrungen? Ja, richtig schlecht. Wahrscheinlich meine erste Freundin auch, ich nicht. Wir waren auch super verklemmt, haben nicht drüber geredet. Ja, ich habe mit meinem ersten Freund auch nicht viel drüber geredet. Ja, ist nicht gut. Nee, ist echt nicht gut. Sollte man nicht machen. Aber in dem Alter ist man auch noch nicht bereit dazu. Ich war gar nicht so jung. Ach stimmt, wir haben schon mal drüber geredet. Ja. Ist gar nicht so lange her. Nicht mal eine Woche her. Am Freitag. Ja, nee, ich war gar nicht so jung, aber trotzdem war ich... Und der war vor allem nicht jung, der war 26. Aber du bist 20 und 26, das geht doch. Ja eben, das geht, da ist man eigentlich schon erwachsen genug, um drüber zu reden. Mit 20 vielleicht, mit 26 sollte man schon eher auch mal drüber sprechen können. Aber der war auch so ein bisschen assig, also der war so ein bisschen... Ja, das ist natürlich dann doof. Dumm gelaufen. Der war auch Dealer.
Okay, gut. Langsam fügt sich das Bild zu einem Ganzen, warum man dann denkt, dass man asexuell ist. Der Sex war gar nicht so schrecklich oder so, aber es war halt einfach, ich hatte einfach keinen Bock drauf. Also war es halt auch nicht so gut. Und irgendwie auch danach. Also es hat echt ein paar Jahre gedauert, bis ich endlich irgendwann mal jemanden gefunden hatte, der wusste, was er macht und das halt irgendwie so gemacht hat, wie ich das mochte. Und danach, wenn du es dann weißt, dann kannst du es halt den Nächsten auch sagen. Aber ja, vorher wusste ich halt weil ich halt immer nichts Gutes hatte, wusste ich halt auch nicht, was ich mag und dann konnte ich es auch nicht sagen. Das ist aber auch grundsätzlich so ein Problem in dieser Gesellschaft. Man sollte sich auch mit sich selbst viel mehr auseinandersetzen, mit seiner eigenen Sexualität und da mal mehr experimentieren und erstmal sich selbst kennenlernen und sich selbst verstehen. Und dann eigentlich mit anderen. Aber auch das fiel mir leichter, nachdem ich das... Also auch das lief bei mir nicht, bevor ich kann ja auch parallel passieren. Aber es machen voll wenige. Voll wenige, auch heute sogar, Leute, die ich kenne, die sich noch... Die mit ihrer eigenen Sexualität irgendwie... ich komme vom Land. Ah, okay, ja, ich nicht. Also bei mir sind alle sexuell sehr weiter. So, liebe Leute, das war's mit unserem Podcast. Das schaltet kommt immer wieder gut. Man, merkt man überhaupt nicht, dass irgendwo geschnitten wurde, wenn jedes Mal so. Und jetzt? Und jetzt das Ende. Brillant. Wir nehmen einfach, lass uns einfach mal einen Tag lang nur Ende aufnehmen. So 15 Enden. Und dann müssen wir nie wieder ein Ende machen. Wir machen einfach 15 Mal hintereinander. Okay, damit ist es jetzt vorbei. Okay, so, supidupi, tschüss. Ja, brillant, wenn man einfach die Themen so richtig deutlich ankündigt, dann merkt man überhaupt nicht, dass ein Schnitt war. Genau, das ist einfach wie Kapitel. Kapitel 1. Wort. Ein Wort mäßig. Hallo, liebe Leute, herzlich willkommen zu unserem Podcast. Kapitel Sollen wir 2, Kapitelansagen Hauptteil. In den Podcast bringen? In den Podcast mit reinbringen? Also Kapitel 1 dann ist immer ein Wort mäßig. Kapitel 2. Jemand anders, der das einspricht und dann so Kapitel sagt. Machen wir es. Wir brauchen den Typ, der den 12er-Bus, den 112er-Bus macht. Wir brauchen. Kennst du den? Tam Hongs. Synchronstimme. Kennst du die Stimme im Bus, der beim Kiez lang fährt, der Bus? Das ist mal so ein alter Geschichtenerzähler, sag mal. Was? Der nächste Stopp ist Landungsbrücken. Normaler Bus? Ja, im normalen Bus, aber immer beim Kiez Landungsbrücken da. Der sagt das wie ein Hörspiel. What? Das ist so ein, das ist auch irgendein bekannter Typ, der auch wirklich Hörspiele irgendwie spricht. Und der muss mal nachts, abends über den Kiez mit dem Bus fahren. Und dann der meistens. Bin ich schon. Okay, meistens kommt diese Stimme, die das so, dieser Geschichtenerzählerstimme so. Nur in einer bestimmten Linie? Ich meine im 112er, aber. 112er bin ich 1000 Mal gefahren. Ja, dann hör noch mal zu. Ich habe immer Ohrstöpsel drin. Du hörst immer deine eigene Musik. Nein, ich hab's noch nicht gehört. Achte mal drauf, das ist oft, das ist nicht immer so, aber es ist oft so. Und den brauchen wir. Und der kann dann sagen, Kapitel 2, Black Stories. Okay, bin ich mal gespannt. Ich werde das nächste Mal darauf achten, auf jeden Fall. So, und jetzt machen wir nochmal so einen coolen, wenn dann ein neuer Schnitt kommt. So! Das ist so professionell. Okay, warte, ich mache einen anderen Einschnitt. Warte. Langsam müssen wir mal zum Ende kommen, glaube ich. Das klingt vernünftig. Wir haben schon 4:30 jetzt. Okay. Und ich muss noch zu Lieferando. Hey. Hey, du musst noch arbeiten und ich muss noch zur Infoprobe. Also. Du hast noch Freizeitstress, ich arbeite noch tatsächlich. Hey. Ich bin selbstständig als Impro-Coach. Alles, was mit Impro zu tun hat, darf ich jetzt auch Arbeit nennen. Hey, okay, ich merke schon. Okay, gut, dann. Ach, jetzt habe ich schon wieder okay gesagt. Das klingt jetzt so, als wäre es reingeschnitten, ne? Ist aber gar nicht. Ich habe einfach nur okay gesagt. Wir bedanken uns. Nochmal, dass ihr hier die zweite Folge vielleicht, wir sind uns noch nicht ganz sicher, welche Folge das ist, vielleicht ist das hier die erste. Oder die 10., man weiß es nie. Vielleicht machen wir ja demnächst nochmal welche und die finden wir viel besser und wollen die als erste haben. Ja, aber das ist nach deinem Urlaub erst. Das ist alles Überraschungseffekt. Das ist ja frühestens, wir treffen uns ja frühestens, na gut, wir treffen uns morgen nochmal. Ja. Aber danach ja nicht mehr vor deinem Urlaub. Weiß man nicht. Mal gucken. Wahrscheinlich nicht. Wir treffen uns auf jeden Fall im nächsten Podcast. Wir sind so gut. Wir sind so professionell. Unfassbar. Wir waren nur Mariam und Luc Muni. Das sind unsere Namen. Das sind unsere Namen. Bis zum nächsten Mal. Tschö, fickt euch in der Nordsee. Und bügelt die Händen. Nordsee.